Wir reden über Autos mit jede Menge Spaß. Herzlich willkommen zu Voice Over Cars. Hallo und herzlich willkommen zu Voice Over Cars News. Wusstet ihr eigentlich, dass das Qualitätssiegel Made in Germany damals zur Warnung gedacht war? Ja, man wollte andere Länder davon warnen, dass das Produkt aus Deutschland kommt. Tja, da hat man aber nicht mit der hervorragenden Qualität gerechnet, denn Made in Germany war schon immer ein Qualitätsmerkmal. Deutschland ist eine Automobilnation, das war schon immer so und wird auch hoffentlich immer so bleiben. Dennoch gab es früher mehr Marken als heute, denn einige schafften es leider nicht bis in die Neuzeit. Legenden mögen aber schlafen, sterben werden sie nie. Die meisten leben in Erinnerungen und vor allem in Form von attraktiven Oldtimern weiter. Nun könnte es allerdings ein Wiedersehen geben. Ich bin eigentlich, und das dürfte auf viele von euch auch zutreffen, zu jung, um mit der Marke Borgward so richtig etwas anfangen zu können. Die Borgward-Gruppe wurde 1919 von Ingenieur Karl F. W. Borgward gegründet und produzierte eine breite Palette von Fahrzeugen und Motoren unter den Marken Borgward, Goliath und Lloyd. Zwischen 1929 und 1961, das heißt, die Marke überlebte sogar den Zweiten Weltkrieg, fertigte die Borgward-Gruppe über 1 Million Fahrzeuge. Zu dieser Zeit war das Unternehmen mit einer Belegschaft von über 20.000 Mitarbeitern in seinen Produktionsstätten in Bremen einer der größten deutschen Automobilhersteller und verkaufte seine Fahrzeuge auf der ganzen Welt. Die berühmtesten Modelle waren zum Beispiel der Borgward Hansa 1500, der Borgward P100 und die Borgward Isabella, von der weltweit mehr als 200.000 Einheiten verkauft wurden. Na, klingelt's? Die Isabella, ja, die kennt man natürlich. Doch warum erzähle ich euch das hier eigentlich alles? Borgward kehrt nun, mehr als nach einem halben Jahrhundert, zurück und präsentiert sich auf dem 85. Internationalen Automobilsalon in Genf. Am 3. März möchte das Unternehmen die Zukunftspläne bekannt geben. Man selbst spricht von der Rückkehr einer Legende. Doch ist es dafür nicht schon ein bisschen zu spät? Sind diejenigen, die etwas mit der Marke anfangen können, inzwischen nicht schon bei anderen Herstellern glücklich geworden oder gehimmelt? Kann man die jüngere Zielgruppe wirklich mit dem Namen, der sicherlich eine großartige Tradition hat, wirklich erreichen? Und wer steckt hinter der Marke mit der Raute? Der Relaunch von Borgward ist ein Kindheitstraum von mir, der nun Realität wird. Das sagt Christian Borgward, der vom einzigartigen Vermächtnis seines Großvaters inspiriert wurde. Zusammen mit seinem Partner Karl-Heinz L. Knöß und einem Team erfahrenen Experten weltweit hat Borgward in den letzten 10 Jahren daran gearbeitet, die Marke wieder auferstehen zu lassen und in ein modernes, profitables Automobilunternehmen vom internationalen, und da müssen wir darauf achten, Rang zu verwandeln. Vor einem Jahrzehnt haben wir mit der Planung begonnen und nun sind wir bereit für unseren nächsten Schritt, inspiriert von den Werten und dem innovativen Geist hinter der Marke Borgward und mit festem Willen zum Erfolg werden wir ein neues Kapitel in der Geschichte unseres Unternehmens aufschlagen. Das sagt Karl-Heinz Knöß. Genf ist da natürlich ein wichtiger Schritt für die Zukunft und Karl-Heinz Knöß kann es auch kaum erwarten, wieder dort zu sein. Meine Frage da natürlich, wer soll das Ganze bezahlen? Denn so eine Automobilmarke wieder zu positionieren, das ist richtig teuer. Und wer da jetzt im Netz etwas recherchiert, der wird schnell drauf stoßen. Die Beiji Futun Motor Company, und das habe ich sicherlich nun falsch ausgesprochen, könnte dahinter stecken. Die Chinesen also. Und nun wird natürlich auch ein Schuh raus. Die Chinesen lieben Made in Germany und somit könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die Marke Borgward in Fernost ein Renner wird. Und hier in Deutschland eventuell nur verkauft wird, damit man sagen kann, die kommen aus Deutschland, die kann man dort auch kaufen. Ganz ähnlich, wie man hier auch zum Beispiel Infiniti-Modelle erwerben kann. Die Marke mit der Raute. Glaubt ihr an ein Comeback oder ist es da einfach nur ein schöner Traum, der platzen wird? Sagt's mir doch einfach in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Voice over Cars. Und das war's.